Vom Freitagabend, den 6. Mai 2016, auf den folgenden Samstag organisierte die Cancer Benefit Group den 24-Stunden-Staffellauf des Lebens oder auch Relay for Life genannt, der American Cancer Society. Egal ob groß oder klein, jeder durfte sich anmelden und mitlaufen. Die großartige Veranstaltung, welche von der Stadt Ramstein-Miesenbach zusammen mit dem Eventplaner Joachim Felker und dem Schirmherr Ralf Hechler geplant wurde, fand übrigens bei perfekten Wetterbedingungen im Reichswaldstadion statt. Doch bevor fleißig für einen guten Zweck die Runden gedreht werden durfte, wurde allen Anwesenden eine emotionale feierliche Eröffnung beschert. Zu Beginn wurden selbstverständlich die Nationalhymnen von Deutschland sowie von Amerika live gesungen. Und Reut und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Reut und Freiheit sind das Glückes Wundervoll. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night. Pastor Joshua dankte Gott, hier in Ramstein-Miesenbach mitlaufen zu dürfen, um die so wichtigen Krebsforschungen zu unterstützen und zu fördern. Anschließend wurde erzählt, dass die Krebspatienten viel erleiden müssen, dass es Höhen und Tiefen gibt, dunkle sowie helle Tage, aber vor allem auch Hoffnung und deswegen. In the new day, when we raise money through the Relay for Life of Ramstein-Miesenbach, we help the American Cancer Society save lives and finish the fight against cancer. Wenn wir hier in Ramstein-Miesenbach Geld erlaufen, helfen wir der amerikanischen Krebsgesellschaft, den Krebs zu bekämpfen und hoffentlich auch zu besiegen. Choff, der Vorsitzende vom Organisationskomitee, bedankte sich bei allen Besuchern, vor allem aber auch den Sponsoren für die finanzielle Unterstützung. Anschließend sprach die Spendenbeauftragte Ulrike Kommersen und erzählte von ihrer Geschichte. Ich bin selbst eine betroffene Mama. Also unser Sohn hatte auch Krebs und kann also ungefähr schon sagen, wie das ist, wenn man damit betroffen ist. Es ist nicht ganz einfach und es führt ein ziemlich langer Weg. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei allen Läufern, bei allen, die mitgeholfen haben, alles aufzubauen, die das organisiert haben und die sich so ehrenamtlich überall einsetzen für krebskranke Menschen auf der ganzen Welt. Es ist nicht selbstverständlich. Und danach erzählte eine ehemalige Krebspatientin von ihrer Erkrankung im Alter von nur 22 Jahren. Mit der Diagnose Krebs war ihr Leben ein einziges Fragezeichen. Sie wusste nicht, was die Zukunft für sie offen hält. Doch der Kampf gegen den Krebs hat sich gelohnt. Und sie ist einfach nur glücklich, mit ihrem Ehemann und den Kindern das Leben genießen zu dürfen. Auch will sie allen Betroffenen Mut zusprechen, den Kampf gegen diese Krankheit aufzunehmen. Den Schluss der Eröffnung machte unser Verbandsbürgermeister Ralf Hechler. Vielen Dank für alle, die geholfen haben, das hier umzusetzen. Vor allem allen voran, genau, Joff, ja, und Esther. Und natürlich Joachim Felger, unseren Organisationsleiter. Burgel, hello Burgel. Wir haben Unterstützung vom Bauhof, wir haben natürlich Unterstützung unserer deutschen, amerikanischen Händler, von den ganzen Initiatoren. Ich denke, dass viele kommen, viele laufen werden, dass wir eine schöne Summe zusammenbekommen für diese, ja, wertvolle Sache heute.
Ich habe gesagt, dass mein Freund und mein Vorgänger im Amt, Klaus Leyes, an Krebs gestorben ist, am 10. Dezember. Und es für uns eine Ehrensache ist, natürlich hier das zu unterstützen. Es ist das erste Mal. Ich gehe davon aus. Thank you all for coming. Relay for Lehman 2016. Woo! Im Anschluss an die Eröffnungsfeier wurde mit einer Einführungsrunde der 24-Stunden-Marathonlauf eröffnet und jeder durfte mit seiner eigenen Leistung einen tollen Beitrag dazu leisten, die Spendenkassen füllen zu lassen. Der Erlös dieser Veranstaltung wurde übrigens zweigeteilt. Einmal an die American Cancer Society sowie einmal an die Elterninitiative krebskranker Kinder in Homburg. Die Tartanbahn füllte sich mit Groß und Klein, ja auch wir Kleinen wollen mitlaufen für einen guten Zweck. Das strahlende Frühlingswetter animierte nicht nur zum Laufen, auch auf dem Rasen selbst wurde einiges geboten für die deutsch-amerikanischen Besucher. Das Rahmenprogramm ließ auch zeigen, was die Kleinen schon so alles drauf haben und es gab auch mal Grund zum Lachen. In der Zwischenzeit sammelten die Läuferinnen und Läufer reichlich je nach Rundenanzahl als Einzelläufer oder im Team, wie zum Beispiel von der FV Olympia Ramstein oder vom Sportcenter Fittenfahren aus Ramstein-Wiesenbach, ihre Bänkchen für eine schöne Sattelspende am Ende des 24-Stunden-Staffellaufs des Lebens. Inzwischen wurde es dunkel, doch dank der Blutlichter konnte weiter fleißig gelaufen, gegangen oder gar gejoggt werden. Mit einem starken Willen sowie einer Zielsetzung kann man einiges erreichen, nämlich helfen und fördern für eine gute Sache. So die Worte einer der Läufer. Am nächsten Tag strahlte wieder die Sonne mit sommerlichen Temperaturen und es wurde weiterhin fleißig die Runden gedreht. Inzwischen hat auch der eine oder andere Hund den Gefallen gefunden und begleitete sein Herrchen beim Staffellauf. Nach wie vor bescherte das bunte Rahmenprogramm nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Während die fleißigen Helferinnen und Helfer für das leibliche Wohl an den Verkaufsständen parat standen, wurde mit zahlreichen Hüpfburgen und vielen weiteren tollen Sport- und Spielmöglichkeiten sowie musikalische Unterhaltung durchgehend für gute Stimmung garantiert. Am Ende der 24-Stunden-Veranstaltung sprach ich noch mit dem Eventplaner Jochen Felker und wollte von ihm wissen, was er zu den letzten 24 Stunden zu berichten hatte. Ich denke, es ist etwas ganz, 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 ganz Großes. Wir selbst, durch den plötzlichen Tod von Klaus Leyes, waren zutiefst betroffen und haben natürlich sofort das Angebot angenommen der Amerikaner, als sie gefragt haben, ob dieser Charity Run bei uns im Reichswaldstadion stattfinden konnte. Sie waren letztes Jahr begeistert vom Rheinland-Pfalz-Tag, haben die Möglichkeiten gesehen vom Reichswaldstadion, dass wir dieses so ein großes Event auch stemmen können. Und da haben wir natürlich sofort Ja gesagt. Und es war natürlich eine Herausforderung, eine Ehre, überhaupt das Ganze relativ zügig zu planen, zu koordinieren. Aber wir haben es geschafft und wir haben das Wetter bestellt. Ne? Und ich denke mal, der Klaus oben, eine Etage über uns, hat damit geholfen, dass das Wetter stimmt. Ne? Weil wir wollten mit diesem Event auch auf der deutschen Seite ganz einfach Werbung machen für die Krebshilfe, für die Elterninitiative krebskranke Kinder, für eine Sache. Und es war, wer diese 24 Stunden mitlebt hat, es war ergreifend. Die den Krebs besiegt haben, die hier ihre Geschichten erzählt haben, Kinder, die hier gewesen sind, ne, die den Krebs überlebt haben, absolut ergreifend. Und der Höhepunkt war für mich persönlich auch emotional die Lichtershow gestern Abend um 23.30 Uhr, wo ca. 100 Personen hier auf der Tatanbahn gestanden haben, mit Kerzen in der Hand. Und eine Survivorin hat ihre Geschichte erzählt. Jeder hat feuchte Augen gehabt. Ne? Bei den meisten sind die Tränen gelaufen. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Es war eine ganz, ganz tolle Sache.
und wir haben dann dieses Event mit einer Schweigerunde abgeschlossen und ich muss sagen, das war absolut toll und ergreifend. Wir haben die Amerikaner eingeladen, auch nächstes Jahr wieder hier im Reißholzstadion Werbung zu machen und vor allen Dingen Gelder zu akquirieren für dieses Event, für die Elterninitiative, für die amerikanische Krebshilfe. Und wir werden also etwas früher loslegen mit der Werbung, werden es etwas einfacher machen von den Ausschreibungen her, dass Vereine, dass Schulklassen das miterleben können, weil es eine ganz herausragende Sache ist. Und ich denke mal, jeder, der hier dabei gewesen ist, ne, war ergriffen von der Atmosphäre. Es hat jedem Spaß gemacht und jeder hat sich gefreut, etwas Geld hier zu lassen, weil es ganz einfach für einen ganz, ganz tollen Zweck ist. Zum Abschluss wurde es wieder emotional. Joff bedankte sich bei Joe Felker, der ihm ebenfalls dankbar war für dieses tolle Event, und bei Easter Day, der Mitorganisatoren. Abschließend erzählte Stephanie sehr emotional ihre Geschichte vom Kampf gegen den Krebs vor 13 Jahren. Sie wird immer wieder gefragt, warum sie trotz ihres Leids immer wieder so positiv und humorvoll gestimmt ist. Ihr Motto dazu lautet ganz einfach: Das Leben ist zu kurz, um sich ständig zu ärgern. Ihren 21. Geburtstag jedoch konnte sie nicht, wie es sich gehört, feiern, denn sie befand sich mitten in einer Chemotherapie. Mit bewegenden Worten erzählte sie von ihrer Familie in Kalifornien und appellierte an alle Anwesenden, zur notwendigen Krebsvorsorge zu gehen, sich nicht davor zu drücken, auch wenn es unangenehm ist. Denn es könnte dein Leben retten. Mit einer Finalrunde wurde der 24-Stunden-Spendenmarathon beendet und nochmals allen gedankt, die mitgelaufen sind und mitgeholfen haben für einen wirklich guten Zweck. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal mit Rammstedt TV.